Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und wir spielen mal wieder FIFA 21 Ultimate Team. Das ist mein Team, es hat sich viel geändert. Achtung, das Video ist vorproduziert, deshalb kann es sein, dass es sich in der Zeit noch ein bisschen mehr getan hat. Ich habe den Teamnamen umbenannt. Außerdem kamen zwei Objectives dazu, auf die ich wirklich sehr geschwitzt habe. Hernandez und Florian Wirtz. Beide vom FOF-Event können sich also noch upgraden und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in ein Spiel. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Schönes Bundesliga-Team könnte das von mir früher sein, aber ich denke, der Gegner ist schlagbar. Außerdem könnt ihr das Video gern positiv bewerten, wenn es euch gefällt, also im Nachhinein dann. Falls ihr mich irgendwo anders besuchen wollt, auf Discord, Instagram oder einfach ein paar mehr Videos von mir schauen wollt, dann ist meine Videobeschreibung genau das Richtige für mich. Für euch, es tut mir leid, kleiner Sprachfehler. In der ganzen Aufregung. Denn da ist mein Instagram, mein Discord-Server, sowie die FIFA 21 Ultimate Team Playlist verlinkt. Außerdem ist da auch die Hintergrundmusik, falls ihr wissen wollt, was ich da die ganze Zeit im Hintergrund abspiele, in Dauerschleife. Und ich fange wieder an mit meinem gewohnten Kommentarstil, der eher wie ein richtiger Fußballkommentator ist als wie ein YouTuber. Mukiele. Bebu. Davis. Knapp am Tor vorbei. Nicht der beste Schütze. Ich glaube 64 Schuss oder so hat er nur, der gute Alfonso. Stark geschossener Freistoß, aber Yashin ist natürlich da. Nächste Ecke, schon die zweite für dieses Team. Das heißt, wir spielen hier gerade eigentlich auf ein Tor, auch wenn die größte Chance bisher der anderen Mannschaft, also uns, gehörte. Jetzt Thomas Müller mit der Chance zu kontern, aber Silas Wamanituka, beziehungsweise wie er jetzt heißt, keine Ahnung, blockt ihn ab. Und da ist es 0:1 für die Auswärtsmannschaft. Wang Hee-chan, Food Birthday, macht es. Stark an Yashin vorbeigeschoben. Und jetzt müssen wir ein schnelles Zeichen setzen. Und für sowas ist Raul genau der Richtige, aber scheitert an Lukas Radetzky. Ja! Ja! Stark, Yashin! Und jetzt ist Kingsley Coman allein durch. Coman! Radetzky hält! Wie kann das denn sein? Kruse! Tor! Das 1:1 in der 21. Minute. Da zieht er rein in die Mitte und dann schlänzt er ihn ins lange Eck. Unhaltbar für den Keeper Lukas Radetzky. Kingsley Coman. Und jetzt vielleicht direkt der Doppelschlag durch Max Kruse. Max Kruse! Kruse! Tor! Tor! 2:1 in der 24. Minute. Und die Mannschaft ist wieder im Spiel. Nicht nur das, sie sind komplett im Spiel. Mehr als die andere Mannschaft. Sie sind vorne, sie liegen vorne 2:1. Haben das Spiel gedreht, haben die Motivation und die Fans auf ihrer Seite. Und jetzt Kostic! Aber Lukas Radetzky ist natürlich auch noch da, auch wenn er jetzt zweimal geschlagen wurde. Aber Thomas Müller knapp am Tor vorbei. Bei dieser Ecke, jetzt kommen die Chancen hier Schlag auf Schlag. Ein wahrer, ich weiß nicht, ob man das Schlagabtausch nennen kann, denn von der einen Seite kommt gerade gar nichts mehr, aber man sollte das nicht zu laut sagen, denn jetzt ist Vincenzo Grifo wieder da. Hernandez ausgedribbelt, aber Yashin nicht. Hernandez klärt dann im zweiten Versuch und Yashin mit einer Glanzparade im Flug. Stark gehalten vom russischen Legendentorwart. Hinteregger! Wie kann der denn reingehen? Das enttäuscht mich gerade schon. Der verlorene Sohn. Das war gerade die Rache dafür, dass ich ihn verkauft habe. Falls ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat, auf meinem Discord-Server, den ihr in der Beschreibung findet, gibt es sogar eine Hinteregger-Fangroup, also ein Kanal, der Hinteregger-Fangroup heißt, mit Sprach- und Schreibkanal.
das ist, weil Hinteregger der geilste FIFA Innenverteidiger ist, den ich je gespielt habe. Auf Ilas Bebu, jetzt wieder Wang Hee-chan. Und jetzt Bebu. Bebu. Yashin kann nichts machen. Kurzes Eck. Kurzer Winkel. Unhaltbar. 2 zu 3. Stark gemacht von Bebu. Und so schnell kann sich ein Spiel drehen. Der Unparteiische pfeift zur Pause ab. Und die zweite Halbzeit startet. 2 zu 3 Rückstand für die Heimmannschaft. Mit einer Verschlechterung könnte es schon das frühzeitige Aus bedeuten. Der Pass sollte nicht zu Raoul, sondern zu Kevin Volland. Und durch diesen ungewollten Fehlpass, der von allein von EA verursacht wurde, kommt dann dieses Es wurde gewechselt. Joao Cancelo Tots kam für Dan Axel Zagadou. Chesinha kam für Tolisso und Leon Bailey kam für Raoul. Und dann muss man hier auch mal zur Frustgrätsche greifen. Vielleicht setzt die ja mal ein Zeichen. Anscheinend nicht, wenn weiterhin so Pässe kommen. Und so Pässe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich mit diesen Äußerungen meine. Wie kann denn so ein scheiß 1-Meter-Pass abgefangen werden? Danke, Yashin, dass du uns hier wenigstens ein bisschen im Spiel hältst. Wenn das schon die komplette Mannschaft nicht tun kann. Und Bailey verkackt natürlich wieder ein Dribbling. Dribblings verkacken nehme ich auf meine Kappe. Da bin ich falsch gelaufen, hab's anders erwartet. Hab erwartet, dass der Gegner anders reagiert auf meinen Laufweg. Aber Pässe und so Schüsse, die gehen doch normalerweise rein. Und jetzt Thomas Müller, Tor. Das ist natürlich seine Stärke mit 99 Sprungkraft und 99 Kopfballpräzision. Und jetzt besteht noch einmal die Chance mit der neuen gefangenen Motivation und vielleicht der frischen Fitness dann nochmal aufzuholen. Aber nicht, wenn sowas dabei rumkommt. Und kurzes Eck. Diesmal hat er es erwartet, dass ich rüberstelle. Und das war's mit dem Spiel. Und natürlich lässt der Gegner den Jubel komplett durchlaufen. Das ist doch selbstverständlich. Diese tolle Aktion. Das ist ja so nett. Danke dafür. Und jetzt nochmal Kevin Volland. Kevin Volland! Tor! Das Spiel ist noch nicht vorbei, auch wenn ich von diesem Gegner erwarte, dass er jetzt Zeitspiel macht und nur noch hinten rum spielt. Ja, wie erwartet. Wie erwartet. Und das Spiel ist aus. Ich will nichts sagen, aber verdient war das jetzt nicht unbedingt. Ab ins nächste Spiel. Voll motiviert. Rein da. Und ich sinke so ab. Ich war bei 1450. Ich war bei 1450. Jetzt bin ich bei 1330. Ja, sehr schönes Team. Kreativ gebaut. Stark gelinkt. Auf die Links wäre ich nicht gekommen. Also, sehr kreativ. Wir gehen jetzt mal ganz unvoreingenommen vom letzten Spiel und von diesem Team rein. Ich weiß, das ist sehr schwer. Ihr FIFA-Spieler werdet es nachvollziehen können. Man kann nicht einfach so in ein Spiel gehen, ohne das letzte Spiel im Kopf zu haben. Wenn man aggressiv ist deshalb, dann hält man es einfach nicht aus und spielt einfach scheiße. Aber ich versuch's, ich versuch's. Bruno Fernandes auf Butragueño. Bruno Fernandes. Starker Pass, aber Yashin hält den Ball. Yashin auf beiden Seiten vertreten übrigens. Und hier direkt mit der zweiten wichtigen, starken Parade. Und direkt mit der dritten hinterher. Ich habe Torwart nicht gestellt oder so. Das war Yashin einzig und allein. Volland. Raoul ist allein durch Raoul! Und das 1 zu 0 in der 13. Spielminute. Johann Cruyff auf Raoul, auf Best. Best dribbelt sich durch und das Tor von Barnes.
dem schlechtesten Spieler aus dem gegnerischen Team. Vom Rating her ist auch da. Und Max Kruse scheitert an Yashin aus nächster Nähe. Hernandez sehr wichtig, sehr stark. Und jetzt Thomas Müller auf Kruse und der auf Kingsley Coman. Aber der mal wieder mit einem schwachen Abschluss, muss man ja mittlerweile sagen. Klares Abseits. Ja. Ich stell den scheiß Torwart ja sogar noch in die richtige Ecke, aber der hält ihn halt trotzdem nicht. 2-1 zur Halbzeit. Brauche ich nicht viel weiteres zu sagen. Thomas Müller! Sorry, dass ich gerade die Chance gar nicht so richtig kommentiert habe. Ich war einfach nur konzentriert und habe FIFA gespielt. Da fiel mir nicht so viel ein, was ich sagen sollte. Und der Ausgleich 2:2. Und Raul Jürmann. 3:3. Komm! Komm! Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Spiel groß sagen soll. Ich konzentriere mich einfach. Der Gegner ist gar nicht einfach. Und der Gegner legt oft vor. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede. Und ich schneide wahrscheinlich auch nur die Tore rein, weil so viel Stille ist auf Dauer ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Barnes. Auf Kreuf. Und Tor. 4:3, mal wieder ein erneuter vorgelegter Ball und der Gegner lässt natürlich den Jubel durchlaufen, was auch sonst. Was erwartet man eigentlich noch? Die Wechsel sind vollbracht, auf dass es besser wird. Thomas Müller mit einem typischen Müller-Tor. Ein Schuss wird geblockt, rollt bei ihm perfekt in Laufweg, natürlich Stellungsspiel. Steht wie eine 1. Und das Tor steht nicht wie eine 1, denn es ist eine 4. 4:4. Der erneute Ausgleich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich enthalte mich einfach. Leon Bailey. Leon Bailey! Und den Jubel lasse ich durchlaufen. Die Fans jubeln mit Leon Bailey. 5:5. Chedinho holt ihn aus der Menge raus. Natürlich heißt das gar nichts. Der Gegner hat bisher immer geführt in diesem Spiel. Aber da fällt natürlich trotzdem ein großer Stein vom Herzen. Aber jetzt müssen sie mal wieder aufpassen. Und vielleicht zählt das ja so ein bisschen als Tor, also nicht auf der Anzeigetafel, aber in der Spielweise, wodurch wir jetzt wieder dran sind, mit dem Nachlegen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Allein, theoretisch, natürlich. Cesinha holt sich den Ball wieder. Cesinha! 90. Minute! 6:5, die erste Führung und das ist die wichtigste. Also scheiß drauf, das Spiel war so ein Geschwitze. Natürlich ist es noch nicht vorbei, aber ich sag es jetzt einfach mal so. Vorland ist nochmal durch. Vorland knapp am Tor vorbei und das ist es! Das 6:5 und es war so ein Geschwitze. Dieses Spiel hat mich so aufgeregt, aber im Nachhinein bin ich einfach nur froh. Wir haben es gewonnen. Auch wenn es so ein bisschen unglaublich klingt jetzt so mit dem Hinblick aufs Spiel, auf die Zwischenergebnisse. Wir haben das Spiel gewonnen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen und mich zu unterstützen. Dankeschön. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.